erstmal schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt jetzt gerade, oder was heißt, vor 3-4 Tagen wahrscheinlich schon den Ölwechsel gesehen mit dem Hydrostößel. Es ist immer noch derselbe Tag, nur ein anderes Video. Ihr habt schon lange drauf gewartet, ich selber auch. Heute kommt endlich das Maxen Design Hack einmal zum Einsatz. Und zwar, falls es einer von euch nicht kennt, das ist das gute Teil, was dann so ans Auto kommt. Das wollen wir heute uns dran montieren. Wie gesagt, ich habe das Glück, ich kann jetzt endlich, wenn ich es brauche, eine Hebebühne benutzen. Deswegen können wir heute auch die Sache hier angehen. Ich sage nochmal kurz fürs Verständnis. Ihr seht ja hier im Heck mehrere Löcher. Hier zum Beispiel zack, zack. Und dann führt das Ganze hier so weiter an den Seiten. Natürlich muss man dann natürlich in die Heckschuhstange bohren. Aber das ist halb so wild. Bohrer, alles, haben wir alles schon vorbereitet. Also wir sind top vorbereitet, nicht so wie in den manchen anderen Videos. Und ja, das wollen wir heute schnell dran basteln. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns auf der Heckseite, wo wir das Ganze anhalten, anzeichnen, anbohren und festschrauben. Natürlich vorweg, erstmal hier kurz mit Bremsenreiniger das Heck einigermaßen so ein bisschen ja, sauber machen, weil die Flaps, nenne ich das jetzt mal, die haben ja sogenannte Klebestellen als kleinen Halt. Und damit die nicht wieder abfallen, müssen wir sie sauber machen. Reichen. Einfach bohren. Es wird schon irgendwie halten. Schon ist halt, es ist ja jetzt nicht schwer einzubauen, ne? Sondern dieses Gefricke ja. Alleine. Monster mit 200 PS. Auf Kamera kommt das jetzt gerade nicht so rüber, aber das sieht schon. Kriegst doch immer noch ab. Heute habe ich auf jeden Fall Gesellschaft, ein Kollege ist vorbeigekommen. Deswegen ja, spreche ich heute weniger mit euch, sondern mehr so Smalltalk-mäßig mit einem Kollegen. Und wir schrauben halt nebenbei das Heck an. Ja, damit ich da die Kamera aufstelle. Ja, so, demnächst mach mal Getriebeölwechsel hier. DSG meinst du? Ja, DSG. Ja. Der über Kopf arbeiten will. Ja. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier den ganzen Tag verbringe. Das Heck ist jetzt dran. Alles Paletti. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir das Heck begutachten. Ja Freunde, jetzt habt ihr es ja gesehen, das Maxen Design Hack ist jetzt endlich an dem GDI dran. Ich bin mega zufrieden, auch wenn die Passgenauigkeit, muss ich sagen, ja, die war so nicht 100%, aber so 80%, also das geht schon gut. Ne? Es ist nicht perfekt, aber perfekt ist es ja nie bei mir. Und ja, aber ich bin vollkommen zufrieden. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke, haut da rein.